Oliver Neuville ist nämlich ab sofort Bielefelder. Mit 37 Jahren ist er also deshalb ein alter Bekannter. Und dazu ist er auch ein Altbekannter. Neuville arbeitete mit Ziege in Gladbach zusammen und beide wurden 2002 zusammen Vize-Weltmeister. Zweitligist Bielefeld in Schwarz, Drittligist Regensburg in Rot und Weiß. Von 11 Spielern hat sich Bielefeld im Sommer getrennt. Der Umbruch braucht Zeit, das zeigt auch die Anfangsphase. Leichte Versuche hier von Oliver Neuville. Ein Mann bei der Arminia machte auf sich aufmerksam, hier mit der 20, Abelski. Erste Parade von Michael Hofmann, dem Ex-Löwen im Regensburger Tor. Das war der erste Höhepunkt in diesem Spiel. Der Deutsch-Israeli Abelski, er kam von Duisburgs zweiter Mannschaft. Er soll bei Arminia der neue Spielmacher werden. Regensburg besonders gefährlich bei den Standardsituationen. Denn sie haben vorne Stoilov, 1,90 groß, ein Tscheche, 34 Jahre alt, ein klassischer Mittelstürmer. Erste halbe Stunde war vorbei, 31. Minute, Ecke Oliver Neuville in den Rücken der Abwehr. Und da ist jener Abelski, Bielefeld führt mit 1:0 in der 31. Minute. Erstes Profispiel für Abelski, erstes Profitor des 21-Jährigen. Die Sicht war für Hofmann versperrt, deshalb kein Vorwurf. Und erstes Durchschnaufen bei Arminia Bielefeld nach dem Schleppgang in der ersten halben Stunde. Christian Ziege, 38 Jahre alt, sein Gegenüber Markus Weinziel, 35 Jahre alt. Zwei junge Trainer mit der Sehnsucht nach dem ersten Erfolgserlebnis im neuen Berufsleben. Durchgang 1 war nichts für die Ästhetikkommission, die zweite Hälfte schon eher, denn Temür kam. Mahmut Temür, ein 20-jähriger Türke, türkischer U20-Nationalspieler, er kam von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Regensburg überlegen in der zweiten Hälfte, es fehlte das Tor, es fehlte die Belohnung. Temür. Auf Haller, kein Abseits. Haller, Bollmann will noch klären. Der Ball ist im Tor. 1:1, 60. Minute. Abseits oder nicht, war hier natürlich die Frage. Hier Schweinsteiger in der Mitte, schon im Abseits, aber es entsteht eine neue Situation. Haller, und dann war die Frage, Eigentor oder nicht. Bollmann will diesen Schuss, diese Flanke verhindern. Es ist Auslegungssache. Wir rechnen Haller das Tor zu. Regensburg dagegen beweist, dass wenig Geld auch guten Fußball spielen kann. Von Bielefeld in der zweiten Hälfte nicht zu sehen. Immer wieder Temür, der junge Türke. Mit einem Mini-Etat von 2 Millionen Euro ist Regensburg in die Drittligasaison gestartet. Die Bilanz bisher 4 Spiele, 4 Siege. Immer nur Regensburg, nichts vom Zweitligisten Bielefeld. In der Mitte Schweinsteiger. Eilhoff mit Schwierigkeiten, aber alles ging gut. Regensburg wollte die Verlängerung verhindern. An die 88. Minute, letztes vielleicht glückliches Zucken von Bielefeld. Abelski, Binder klärt. Vor Stuttrucker. Es regnete seit 2 Tagen in Regensburg. Der Boden tief, die Kräfte weg. Und es ging trotzdem in die Verlängerung. Christian Ziege schaute betröppelt. Erstes Pflichtspiel als Arminia-Trainer. Nie stand der Vize-Weltmeister in einem Pokalfinale. Dann die Verlängerung. Wieder Freistoß, wieder Zellner und wieder Eilhoff. Bielefelds Keeper wurde immer stärker, so mehr es in Richtung Elfmeterschießen geht. Schon während des Spiels häufig geprüft. Eilhoff. Dank seiner Leistung Bielefeld dann im Elfmeterschießen. 1:1 stand es nach 120 Minuten. Noch nie siegte Regensburg im Elfmeterschießen im Pokal. Sie machten es gut. Es stand 6:6 nach Elfmeterschießen. Alle verwandelten bisher. Und dann kam Alexander Buch. Eilhoff hält, nicht besonders stark geschossen. Eilhoff als Bieleheld vom Bunnevar betitelt 2008, als er in der Bundesliga für Furore sorgte. Jetzt vielleicht wieder einer, der Bielefeld nach vorn bringen kann.
Eilhoff machte seine Aufgabe, aber Schuler, der in 182 Bundesligaspielen nie das Tor traf, musste den entscheidenden verwandeln. Und er verwandelte den Elfmeter zum 7:6 für Bielefeld nach Elfmeterschießen als Chancentod. Schuler verspottet, jetzt macht er dieses entscheidende Tor. Egal wie, Bielefeld in Runde 2, Regensburg raus. Aber trotzdem muss man sagen, Respekt, Regensburg.